Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, wer kennt das nicht? Kurz mal nicht aufgepasst, irgendwie eine Sternstunde gehabt und dreimal falsch den PIN eingegeben. Und jetzt ist das Handy gesperrt, beziehungsweise die SIM-Karte. Ich zeige euch in dieser Anleitung, wie ihr die SIM-Karte wieder entsperren könnt. Das Gute vorweg, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, die ihr habt. Erstmal müsst ihr hier auf Entsperren drücken. Und da müsst ihr dann die sogenannte PUC-Nummer eingeben. Die PUC-Nummer ist die Nummer, die dann zur Anwendung kommt, wenn ihr den PIN vergessen habt. Ja, die findet ihr hier meistens auf dem Vertragszettel von eurem Anbieter. Das ist eine achtstellige Nummer. So, was ist jetzt, wenn man diesen Wisch, diesen Zettel hier nicht mehr hat, weil man den nicht vernünftig abgeheftet hat und somit auch die PUC-Nummer nicht hat? Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich an den Anbieter der SIM-Karte zu wenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal die einfachste Möglichkeit ist, dass man sich online anmeldet. Dazu braucht man natürlich die Zugangsdaten. Und dann, ja, bei mir ist es hier der Anbieter Maxim. Dann hat man hier bei jedem Anbieter die Option Mein PIN und PUC. Da kann man einmal draufdrücken und dann sieht man hier auch seine PIN-Nummer, ja, die einen jetzt ja nicht mehr weiterhilft, aber zumindest die PUC-Nummer im Prinzip, ja, Super PIN genannt, womit man das Handy dann wieder herstellen kann, beziehungsweise die SIM-Karte wieder entsperren könnte. So, was ist jetzt, wenn ich aber auch diese Zugangsdaten nicht vorliegen habe? Dann bleibt euch noch die Möglichkeit, euren SIM-Kartenanbieter zu kontaktieren. Das kann man telefonisch machen. Ich habe euch unter diesem Video im Beschreibungskasten mal einige Kontaktadressen reingeschrieben. Vielleicht ist euer Anbieter auch mit drin. Ansonsten, wenn er nicht mit drin ist, müsstet ihr den einfach mal ausgoogeln und da könnt ihr euer Anliegen dann schildern und einen persönlichen Abgleich telefonisch vornehmen. Natürlich müsst ihr irgendwelche Daten nennen, damit ihr euch da ja sozusagen ausweisen könnt. Und dann ist es auch möglich, dass man den PUC am Telefon erfragen kann. Ja, ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.